Dies ist der Beginn einer Serie von Videos über die Grundlagen der C++-Programmierung mit Hilfe des Qt Frameworks, welches offiziell Qt ausgesprochen wird. Ich sage aber immer Qt. Diese Reihe ist zuerst für anfänglich 6 Teile ausgelegt. Sollte diese Serie aber Anklang finden, ist es durchaus möglich, weitere darauf aufbauende Videos zu produzieren. In der Videobeschreibung sind weitere Links aufgeführt für alle Informationen zu C++, den verschiedenen Standards sowie den offiziellen Download-Link für Qt. Wie ist diese Reihe aufgebaut? Viele Programmkurse bzw. Programmierkurse sind sehr trocken. Es hilft meistens, ein attraktives Ziel zu finden. Und wie immer gilt, das Auge isst mit. Sprich, irgendwas mit bunten Grafiken. Deshalb habe ich mich für ein Programm entschieden, das die sogenannte Mandelbrotmenge berechnet und grafisch darstellt. Diese Art von Grafik ist bei mir als Hintergrundbild zu sehen. Und am Ende des 6. Teils sollte es ein Programm geben, mit deren diese Menge berechnet werden kann und auch modifiziert. Das ist ein Beispiel dazu. Wie man sich jetzt denken kann, ich habe bereits andere Personen dazu genötigt. Im Prinzip ist nur Anzeige der Grafik, Eingabe der Parameter, welche Palette benutze ich, also welche Farben werden dargestellt, wie viele Iterationen, und ich habe die Möglichkeit, in die Menge rein zu zoomen und damit wieder neue Elemente zu finden. Wer nicht weiß, was das jetzt genau ist, ist es kein Problem. Im 3. Teil dieses Kurses gibt es einen kleinen Crashkurs zum Thema Mandelbrot, und wie alle entstehenden Programme werden als Download angeboten. Es muss also niemand diese Programme abtippen, so wie es früher mal war. Die Älteren wissen, was ich meine. Wie ist dieser Kurs aufgebaut? Zum einen der erste Teil dieses Video, Installation des Qt Frameworks, Grundlagen der C++-Datentypen. Der zweite Teil betrifft die Operatoren, Variablen, was sind Schlüsselwörter, was sind Funktionen und was sind Klassen. Der dritte Teil wird der mathematische Crashkurs sein, sowie ein Programm, das die Mandelbrotmenge als sogenannte ASCII-Art in der Konsole ausgibt, also als Textgrafik. Der vierte Teil wird sich um die Grundlagen von Qt selbst kümmern. Wie programmiere ich eine Benutzerschnittstelle, also wie lege ich die Buttons an, wie sage ich, ich kann Zahlen eingeben, nicht eingeben und so weiter, wie mache ich Dropdown-Boxen und so weiter, ohne den Qt-Designer, also wirklich programmiert. Dann der fünfte Teil ist dann dieses Programm, also ein neues dieses Programm, weil das ist ja schon alt. Es geht um eine Neuentwicklung, komplett from the scratch, also von Anfang an. Und der sechste Teil ist dann der Abschluss dieses Editors und sollte dann auch der Abschluss dieser Serie sein. Sollte, wie gesagt, Bedarf bestehen für mehr, bin ich gern bereit, noch einen 7. bis x-ten Teil zu machen. Wie gesagt, schauen wir mal, was passiert. So, jetzt ist Schluss mit dem Blabla. Jetzt gehen wir mal zur Sache. Was ist Qt? Qt ist ein plattformübergreifendes Framework, das es ermöglicht, mit demselben Programmcode auf 3 verschiedenen Plattformen zu arbeiten, mit sehr geringfügigen Änderungen des Codes selbst oder überhaupt keine Änderung. Qt liegt in einer kommerziellen und Open-Source-Variante vor. Die Lizenzpolitik war lange Zeit und ist immer noch Gegenstand kontroverser Diskussionen. Die Bedingungen sind offengelegt. Die Entscheidung muss jeder Entwickler selbst treffen. Ich selbst verhalte mich jetzt neutral in dieser Frage. Es gibt auch alternative Frameworks, wie zum Beispiel GTK oder die VX-Widgets. Diese sind aber weniger leistungsfähig und der Programmcode ist weniger portabel. Also es muss bei verschiedenen Systemen unter Umständen mehr geändert werden. Aber wie gesagt, diese Entscheidung trifft der Entwickler selbst. Kleiner Nebenkommentar von mir, es gibt den Ausdruck der Religioten, also Menschen, die egal zu welchem Thema
alles zum religiösen Dogma erheben und keine andere Alternative dulden, egal was passiert. Und Softwareentwickler sind leider die schlimmsten davon. Jo, so ist es. So, jetzt genug gelästert. Fangen wir an, Qt zu installieren. Es gibt, wie gesagt, drei Betriebssysteme. Der Download-Link ist in der Beschreibung. Als Zielplattform steht zur Auswahl macOS, Linux und Microsoft Windows. Diese drei Plattformen sind die sogenannten Tier-1-Plattformen, also haben kompletten Support. Es gibt auch Portierungen für die BSDs und kleinere Systeme, allerdings, die werden offiziell nicht von Qt unterstützt und man ist an die Community angewiesen, wenn es Probleme gibt. Fangen wir mal an mit dem schlimmsten von allen, nämlich Windows. Schlimm im Sinne von für die Softwareentwicklung, da Windows die Grundprogramme fehlen. In praktisch keiner Version sind Programme enthalten, um eigene Programme selber zu schreiben. Mal abgesehen von Batch-Dateien oder neuerdings die PowerShell. Der Installer von Qt bietet die Möglichkeit anzuwählen, welche Funktionen ich benötige, beziehungsweise welchen Compiler ich benutzen möchte und vor allem welches Version von Qt selbst ich benutzen möchte. Es reichen im Prinzip nur zwei Informationen für die Grundinstallation, nämlich die aktuelle Version von Qt 5.15, die Libraries für dieses Qt, für den MinGW-Compiler und der MinGW-Compiler selbst in der Version 8.1 als 64-Bit. Falls jemand bereits einen Compiler installiert hat, kann er natürlich auch die Libraries für den entsprechenden Compiler auswählen. Es steht zur Verfügung Visual Studio 2015, 2019 sowie die ARM-Varianten. Wer noch einen älteren Visual Studio Compiler benutzt, der muss auf ältere Versionen von Qt zurückgreifen, die noch ältere Versionen unterstützen. Der Vorteil von MinGW ist, er ist Open Source. Das heißt, wer noch überhaupt keinen Compiler auf seinem Windows-System installiert hat und noch nie damit gearbeitet hat, kann somit praktisch direkt durchlegen. Beziehungsweise, Entschuldigung, für den Versprecher durchstarten. Standardmäßig, also die Frage kommt vor diesem Dialog. Standardmäßig wird gefragt, wo installiert werden soll. Die Standardvorgabe ist das C-Laufwerk im Root-Verzeichnis. Das kann natürlich geändert werden. Die zweite Plattform ist der Mac. Dann machen wir hier und Tschüss. Die zweite Plattform ist der Mac. Dort sieht der, das war jetzt nicht, nehmen wir den so lang. Dort sieht der Dialog ähnlich aus. Ich brauche auch die aktuelle Version von Qt 5.15.2. Allerdings, ich brauche nur die Laufzeit für den Mac. Also die Varianten für Android, die Quellcode und iOS kann ich abgeklickt lassen. Ich brauche keinen eigenen Compiler. Ich brauche nur den Qt Creator, der ist standardmäßig mit installiert. Und ich brauche den Apple-eigenen Xcode bzw. die Xcode Command Line Tools. Die sind über den App Store zu erhalten und sind kostenlos. Das ist die einzigste Software, die beim Mac noch mit installiert werden muss. Alles andere ist im Paket enthalten. Die Standardinstallation ist im Root, Entschuldigung, im Home-Verzeichnis des Users, kann aber auch beliebig geändert werden. Die dritte Variante ist die Linux-Variante. Ist die Linux-Variante. Dazu sind in der Videobeschreibung einige Pakete genannt, die auf den meisten Ubuntu-Derivaten funktionieren. Dort ist Qt in den meisten Distros im Repo drin. Wer aber den offiziellen Installer von Qt runterlädt, kann die natürlich auch benutzen.
Wobei dann das Problem ist, dass man beim Linken den, um die Programme weiterzugeben, den kommt, Entschuldigung, das SDK von Qt am exakt selben Ort installieren muss, da dann der Installationsort fest reinkodiert wird. Das ist ein bisschen stressig, während wenn man die Variante von der Distribution benutzt, im Repo, sind die Pfade dynamisch und ich kann dann mein Programm vor allen Systemen laufen lassen, das die Pakete installiert hat, ohne mich darum zu kümmern, wo. So, das ist der kleine Kommentar zu Qt. Und jetzt kommen wir mal zu C++. Was soll ich da jetzt sagen? Ist alles Lüge oder was? Oder die pure Wahrheit? Bei C oder C++ oder besser gesagt allen C-artigen Programmiersprachen ist das Prinzip, es dreht sich alles um Ja oder Nein, 0 oder 1, wahr oder falsch. Egal wie kompliziert eine Aussage ist oder ein Problem ist, es wird reduziert auf Ja-Nein-Aussagen. Alles, was, also was eine binäre 0 ist, also sprich alle Bits gelöscht sind, ist immer falsch. Und alles andere ist wahr. Das ist eigentlich die Grundlogik von C. Und darauf, auf diesem fundamentalen Prinzip funktioniert praktisch das gesamte Konzept von C. Sehr viele Funktionen sind auch auf diese, genau diese Funktion ausgelegt. Wenn man das im Hinterkopf hat, ist es eigentlich, ist Programmieren eigentlich leichter als gedacht. Viele Leute sagen ja immer, ja, das geht nicht, das kann ich nicht, das ist zu kompliziert und was muss ich da machen und hier und da. Wenn man ein bisschen das Problem zerlegen kann und ein kleines bisschen logisch denken kann, ist es einfacher als gedacht. Was sind Datentypen oder für was brauche ich einen Datentyp? Dazu eine ganz einfache Frage. Was bedeutet 1,0? Das kann alles Mögliche bedeuten. Zum Beispiel kann es bedeuten die geschriebene Zahl 10. Es kann bedeuten die Zahl 2 in Binärschreibweise, also Basis zu 2. Es kann auch sein die Zahl 8 in oktaler Schreibweise, also Basis 8. Oder ganz originell in hexadezimaler Schreibweise mit Basis zur 16, sprich es ist die 16. Das kann man jetzt beliebig fortführen mit allen möglichen Zahlensystemen. In den C-artigen Sprachen, egal ob C, C++, C#, Swift, Java und wie sie alle heißen, wird typisiert gearbeitet. Das heißt, ich muss genau angeben, wie irgendwas angegeben ist. Im Gegensatz zu den sogenannten schwach typisierten Sprachen, wie sehr viele Skriptsprachen, bei denen teilweise zur Laufzeit entschieden wird, was möchte mir der Künstler bzw. der Programmierer denn jetzt sagen? Das kommt teilweise dann zu etwas skurrilen Fehlern, weil halt einfach Werte falsch interpretiert werden. Die skurrilen Fehler gibt es auch bei C. Jetzt müssen wir hier das Ganze nicht schönreden. C ist berühmt, berüchtigt für seine Fehler, die darauf entstehen, dadurch entstehen, weil ich in C Datentypen casten kann. Also ich kann sagen, Datentyp X wird jetzt als Datentyp Z interpretiert, egal ob das stimmt oder nicht. Ich kann die Compiler sagen, mach es exakt so und nicht so. Und damit ist es halt möglich, Werte halt irgendwas irgendwie zu interpretieren, was dann schief geht. Genauso kann ich auch zur Programmlaufzeit gerne Grenzen überschreiten, was dann die sogenannten Buffer-Overflows sind, mit dem ich halt einem anderen Programm fremden Code unterschieben kann. Das sind alles Probleme von C und C++, die sind wahr, kann man aber vermeiden, wenn man sich bei der Programmierung ein bisschen Gedanken macht. Und das ist auch der wichtigste Punkt beim Programmieren allgemein. Man sollte ein bisschen die Birne anstrengen und wissen, was man tut. Und Fehlermeldungen und Fehlercodes von den einzelnen Funktionen sind nicht nur zur Zierde da, sondern es haben auch Abfragen und entsprechend reagieren. Da kann man sehr viele Fehler vermeiden und auch gerade solche Fehler,
dass es zum Beispiel zu irgendwelchen Buffer-Überläufen kommt. Also zum Beispiel der Klassiker der Unterhaltung, ich reserviere fest Speicher, zum Beispiel 1024 Byte, nehme aber übers Netzwerk Daten entgegen. Prüfe dann aber nicht, wie viel ich entgegennehme, sondern nehme sie einfach entgegen und speichere sie in den besagten 1024 Byte, die ich reserviert habe, ohne zu prüfen, ob es wirklich maximal 1024 Byte sind. Wenn ich jetzt 4000 Byte geliefert bekomme, schreibe ich diese 4000 Byte dort rein. Das heißt, ich überschreibe jetzt Speicher, der mir dann ins Auge drücken kann. Ein ähnlicher Fehler war das sogenannte Heartbleed-Fehler in OpenSSL vor einigen Jahren, der genau aus diesem Prinzip berührt ist, dass die Library eine Testfunktion hatte und abgefragt hat, gib mir x Byte. Und wenn ich aber y Byte geschickt habe, wurde nicht geprüft, ob y größer als x ist, sondern y wird einfach reingeschrieben. Und somit wurde halt Daten innerhalb des OpenSSL-Stacks überschrieben. Shit happens. So, und das Ganze nennt man dann Deklaration. Das heißt, ich sage, meine Variable hat den Datentyp X, heißt Y und hat den Startinhalt Z. Das Prinzip zieht sich auch gesamt durch C, dass halt die Deklaration immer zuerst kommt der Datentyp, dann der Name und dann kommt gegebenenfalls ein initialer Wert. Es gibt sogenannte atomare Datentypen. Atomar deshalb, weil dieser Datentyp mit einer einzigen Anweisung modifiziert werden kann. Das ist zum Beispiel ein Integer oder eine Zahl. Ich kann diese Zahl modifizieren, ohne dass es während der Modifikation zu einer Unterbrechung kommt und nur die Hälfte modifiziert wird. Als Beispiel. Ein Beispiel für komplexe Datentypen wären zum Beispiel Zeichen, also Zeichenketten. Ich kann die Zeichenkette nicht am Stück 1 zu 1 kopieren, ohne dass Gefahr besteht, dass ich unterbrochen werde. Das heißt, es kann sein, dass ich die erste Hälfte kopiere, dann passiert irgendwas, und kopiere die zweite Hälfte und da ist irgendein Blödsinn passiert. Während bei einem atomaren Datentyp, also primitiven Datentyp, passiert das nicht, weil die Operation wird ausgeführt. Ausgeführt, und zwar so wie sie ist. Es gibt nur wenig Chancen, dieses zu unterbrechen. Das heißt, entweder die Operation wurde ausgeführt oder sie wurde nicht ausgeführt. Mehr gibt es nicht. Und die wichtigsten atomaren Datentypen sind meistens die Zahlen. Und dazu nochmal einen kleinen Schwank, nämlich bitte ein Bit. Die kleinste Einheit, die ich verarbeiten kann, ist ja ein Bit. Das Problem ist, ein Bit kommt selten allein. In der Anfangszeit der Computerei gab es sogenannte Worte, ein Word, und das waren je nach Konstruktion und Computersystem teilweise irgendwas zwischen 6 und 24 Bit pro Wort. Der Begriff Byte ist erst Anfang der 70er Jahre entstanden und es hat sich dann herauskristallisiert, dass ein Byte oder Oktett, wie es im Englischen genannt wird, besteht aus 8 Bit. Und alle späteren Systeme haben dann eine Mehrfaches von 8 Bit genommen, also 8 Bit, 16 Bit, 32 Bit und so weiter. Eine der Grundfunktionen ist, wie gesagt, 8 Bit und ich benutze jetzt großteils die Qt-eigenen Datentypen. Damit wird sichergestellt, dass auf allen Plattformen derselbe Datentyp benutzt wird. Weil, Entschuldigung, irgendwas bläht. In der Informatik gab es das Problem, dass der Integer Datentyp nicht standardisiert war. Meistens wurde der Integer so groß genommen, wie auf der Plattform der Datenbus war. Klassischerweise 16 Bit, später dann 32 Bit.
Und es wurde nicht festgelegt, was genau ist ein Integer, wie groß ist ein Integer. Und Qt hat jetzt intern gesagt, wir mappen praktisch alle Datentypen fest auf eine Größe. Wenn ich einen 8-Bit, 16-Bit oder 32-Bit Datentyp anfordere, bekomme ich exakt diese Größe, egal was systemintern die Größe ist. Dadurch wird sichergestellt, dass das Programm dann überall gleich läuft. Der erste Wert ist der int 8, also qint 8. Das ist ein Byte, das ist der kleinste Datentyp. Und ein Byte besteht ja aus 8 Bit, wie gerade gesagt. Und standardmäßig sind Zahlen Vorzeichen belastet. Das heißt, mit 8 Bit kann ich alle Werte von minus 128 bis plus 127 darstellen. Wenn ich Zahlen außerhalb dieses Bereichs benötige, muss ich einen größeren Datentyp wählen. Eine alternative Schreibweise zu qint 8 ist char. Das ist eine alte Schreibweise und die wird noch oft in alten Codes benutzt, beziehungsweise auch für Speicherbereiche. Der Wert hat, der Datentyp hat eine kleine Geschichte, die ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil die Bauchschmerzen wirken noch bis heute nach, weil einige Computersysteme noch auf diese alten, ich würde es jetzt sagen, Beschränkungen, aber Informatik ist die größte bekannte Ausnahme von der Ausnahme und ein das längst benutzte, wie sagt man so schön, das längst benutzte Provisorium. Früher gab es keine Standardisierung von den Zeichensätzen. Also jeder Hersteller von Fernschreibern hat irgendwas gemacht und die waren nicht austauschbar oder nur teilweise austauschbar. Und Ende der 60er Jahre gab es die ASCII-Norm, den American Standard Code for Information Interchanging, mit dem es möglich war, dass ich Daten vom Hersteller X auf dem Drucker, also Fernschreiber vom Hersteller Y drucken konnte und es genau das auch rauskommt, was rauskommen sollte. Und der ASCII-Satz war damals definiert mit 127 Zeichen. Und das ist nämlich genau der Wertebereich, der in einem 7-Bit-Wert vorgegeben werden kann. Die 7-Bit kommen nicht durch Zufall, sondern diese 7-Bit stammen aus den alten Papierstreifen. Neben der Lochkarte wurden Daten auch auf Papierstreifen gespeichert. Das war im Prinzip eine Lochkarte, die aufgerollt war. Sagen wir es mal so, die hatte eine Perforation, die hatte eine Führungsnase und die Lochstreifen konnten halt 7-Bit pro Zeile speichern. Und da ist diese 7 hergekommen, weil diese Lochstreifen auch benutzt wurden, um Texte zu speichern. Also was heute als Standardbrief geschickt wird, wurde früher als Standardbrief praktisch gestanzt. Und wenn halt die Sekretärin gemeint hat, dem Kunde X wird das und das standardmäßig geschickt, wurde praktisch die Rolle in die Schreibmaschine gelegt. Die Schreibmaschine hat den Standardtext, der darauf gestanzt war, geschrieben. Und dann wurde noch der Name ausgefüllt und mit freundlichen Grüßen und so weiter. Da kamen die 7-Bit her. Und in der Informatik gibt es keine 7-Bit, es gibt 8-Bit. Und was hat man gemacht? Man hat das 8. Bit einfach auf 0 gesetzt und einfach ignoriert. Da das Char, wie gesagt, vorzeichenbehaftet interpretiert wird, hat man dann das oberste Bit als negativen Wert benutzt, um Fehler zu signalisieren. Also zum Beispiel minus 1. Man konnte damit abfragen, ich weiß, in meinem Text gibt es keine negativen Werte, also muss ein negativer Wert irgendein Fehler sein. Das Problem war aber, wenn man später, Mitte der 70er Jahre, angefangen hat, Datenfernübertragung zu machen, musste jetzt unter Umständen eine Binärdatei geschickt werden, die alle 8 Bit benötigt. Und jetzt kam das Problem,
Wie übertrage ich 8-Bit, wenn ich weiß, dass ich nur 7-Bit übertragen kann und jedes 8. Bit irgendeinen Fehler auslöst? Da wurden irgendwelche Konstrukte gemacht, wie zum Beispiel Base64-Kodierung und so weiter, um halt einen binären Text mit 8-Bit zu übertragen mit 7-Bit ohne Störungen. Das heißt, der zu übertragende Text wurde somit größer, ungefähr 15 bis 20%, weil halt es wurden Füllzeichen eingeführt, um praktisch den Bitstrom anders zu kodieren. Gab später andere Varianten, aber das Prinzip ist geblieben. Es wird bis zum heutigen Tag benutzt bei E-Mails. Wer sich mal ein E-Mail-Header anschaut, der wird halt sehen, dass dort der Begriff Base64 vorkommt. Und diese Buchstabenblöcke sind in Wirklichkeit die Mail so kodiert, dass sie halt durch die 7-Bit Übertragungssysteme durchkommen. Weil es gibt noch sehr viele Computer, die nur 7-Bit-Texte abverarbeiten können. Das ist eine Altlast in der IT und die wird uns noch lange Zeit wahrscheinlich begleiten. Und auch der Datentyp SHA. Ich spreche es so komisch aus, weil das habe ich von meinem ehemaligen Chef von mir. Der konnte sich nie entscheiden, ob er kotzen oder röpsen will. Er hat sich selbst als bester Programmierer der Welt bezeichnet und ja, das ist hängen geblieben. In Qt gibt es auch den unsigned int 8. Das ist derselbe Datentyp, also mit 8-Bit, aber ohne Vorzeichen. Das heißt, der Wertebereich ist von 0 bis 255. Das wäre der Wert gewesen, den man bei der Textbearbeitung hätte wählen müssen, um genau das Problem zu umgehen. Später gab es dann 16-Bit-Werte. 16-Bit sind speicherintern 2 Byte, aber 16-Bit können auf einmal verarbeitet werden. Also es ist weiterhin ein atomarer Datentyp, obwohl er physikalisch aus 2 Werten besteht. Der wird mit einem Speicherzugriff transferiert und ist somit immer noch atomar. Der Wert ist für die vorzeichenbehaftete Variante von minus 32.768 bis plus 32.767. Beziehungsweise bei vorzeichenlosen Typ von 0 bis 65.535. Später gab es dann die 32-Bit-Werte, das sind jetzt 4 Byte, auch mit einem Rutsch. Als vorzeichenbehafteter Wert, ich habe etwa minus 2,1 Milliarden bis plus 2,1 Milliarden. Hier gibt es auch wieder einen kleinen Gag, nämlich das Jahr 2038-Problem. Wieso habe ich da ein Problem? Und zwar das Problem ist UTC. Der Unix-Timestamp wird gerechnet in Sekunden, die vom 1.1.1970 Mitternacht vergangen sind. Und irgendwann 2038 im Mai, glaube ich, läuft dieser Wert über. Das heißt, für sehr viele Systeme ist dann plötzlich wieder der 1.1.1970. Und das wird wahrscheinlich ein größeres Problem wie das Jahr 2000-Problem. Was dasselbe Problem war, weil Software in den 60er Jahren gesagt hat, Speicher ist sehr teuer. Wir speichern die Jahreszahlen nur mit 2 Stellen. Es ist kein Problem, weil die Software ist bis zum Jahr 2000 eh nicht mehr in Betrieb. Es sind noch 40 Jahre und es kein Problem und Speicher ist teuer, wir machen es mit 2 Stellen. Was ist passiert? Die COBOL-Programme liefen immer noch und haben mit 2 Werten gearbeitet. Und halt im Jahr 2000 dachten halt viele Computersysteme, es ist das Jahr 1900. Es wurde sehr viel schwarz gemalt, dass es zum absoluten Showdown kommt.
und dass alles schief geht. Das ist nicht passiert. Ich habe das Jahr 2000 im Rechenzentrum verbracht, in der Notbereitschaft. Wir haben noch gewartet, bis Greenwich umschaltet und eine Stunde später ist immer noch nichts passiert und dann sind wir nach Hause gegangen. Jetzt beim Jahr 2038 Problem wird wahrscheinlich was passieren, weil dieser Bug steckt noch in so vielen Embedded-Systemen, die nie wieder gepatcht werden, weil es nicht vorgesehen war, dass sie gepatcht werden. Und da wird es noch massiv Probleme geben. Aber das ist ein anderer Gag. Zu den UN32 gibt es auch eine Alternativschreibweise als Long-Wert. Jetzt sieht man auch ein bisschen nochmal, wie die Deklaration vor sich geht. Ich habe zuerst den Datentyp, dann der Name. Ich habe jetzt kreativerweise Zahlen 01 bis Zahlen 08 gemacht und dann den Inhalt des Datentyps. Was ich noch nicht erklärt habe, wieso überall die Ausrufezeichen vorne dran stehen, das ist ganz einfach. Die IDE warnt mich, dass ich eine Variable deklariert habe, aber sie nirgendwo benutze. Das ist zum Beispiel, ich habe die Warnung anzeigen lasse. Unused Variable Zahl 4. Ich habe sie deklariert, ich habe einen Wert zugewiesen, aber im Code wird sie nie benutzt. Das ist der Vorteil von moderneren IDEs, dass sie den Quellcode schon während der Eingabe prüfen, um auf eventuelle Unstimmigkeiten hinweisen. Das funktioniert nicht immer, aber es funktioniert relativ gut. Natürlich gibt es den Entschuldigung, Integer 32. Moment. Muss einen Schluck trinken. Den Integer 32 gibt es auch als unsigned, also vorzeichenlosen Typ. Der kann auch geschrieben werden als unsigned long. Das ist auch im älteren Code. Und der Entschuldigung, vorzeichenlose 32-Bit-Wert hat Bereiche von 0 bis 4,2 Milliarden. Dann gibt es die 64-Bit-Werte. Dort besteht ein Datentyp bereits aus 8 Byte, die ebenfalls in einem Rutsch verarbeitet werden können. Der Wertebereich ist jetzt hier ein bisschen größer. Beim Negativen, das sind 9,2 Trillionen, glaube ich, und beim vorzeichenlosen Typ sind es 18,4 Trillionen. Die Alternativschreibweise wäre long long, beziehungsweise unsigned long long. Das sind auch ältere Bezeichnungen. Dazu gibt es noch zwei Fließkomma. Datentypen. Eigentlich wären es drei. Es gibt den Float-Typ, das ist die Fließkommazahl mit 4 Byte. Qubil, also der wäre der Double-Wert. Double wäre die alternative Schreibweise und Double-Double wäre die doppelte Genauigkeit. Floats sind sogenannte Fließkommazahlen. Das heißt, ich kann jetzt gebrochene Zahlen angeben, aber dies hat einen Haken. Und zwar Fließkommazahlen haben es faustdick hinter den Ohren. Es gibt nämlich einige Fallstricke und die können einen um die Ohren fliegen. Dazu werde ich im dritten Teil etwas mehr erzählen, wenn es um die mathematischen Funktionen geht. Dazu zu sagen ist vielleicht noch, dass der Dezimalpunkt wird in C immer als Punkt dargestellt. Also hier zum Beispiel Pi ist 3.1415 und nicht 3 Komma, weil das Komma ist die Trennung von Argumenten. Der Punkt ist der Dezimaltrenner. Entschuldigung, das Dezimalzeichen. Da gibt es noch eine Sondervariante vom UINT8-Wert, nämlich der Boolesche Wert.
Der boolesche Wert kann nur zwei Zustände annehmen. Entweder er ist 0 oder er ist 1. Das ist im Prinzip die Byte-Darstellung eines Bits. Und es gibt dafür auch eine spezielle Schreibweise. Wenn ich einen boolschen Wert nehme, kann ich direkt schreiben false für 0, beziehungsweise ich kann true schreiben, wenn ich den Wert logisch einsetzen möchte. Wie die genauen logischen Beschreibungen sind, die Operatoren, das kommt im zweiten Teil, weil C ist reich an Logikoperatoren und das macht das Ganze dann später interessant. Soweit zum ersten Teil. Ist vielleicht jetzt ein bisschen chaotisch verlaufen, weil es jetzt nur Theorie ist. Ab dem zweiten Teil wird ein bisschen mehr Praxis gemacht. Und dann wird es auch interessant und im dritten Teil sowieso, weil da kommt Farbe ins Spiel. Insofern bedanke ich mich schon mal fürs Interesse und eventuell bis zum nächsten Mal.